Die Fraktion der Grünen und die Fraktion der CDU haben jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht zur Veränderung des Verfassungsschutzgesetzes, mit dem sie eigentlich dem sogenannten Hessentrojaner Tür und Tor öffnen, also einer Quellentelekommunikationsüberwachung, die ermöglicht, dass Dritten, dass verdächtigten Bürgern ein Trojaner untergeschoben wird auf ihre Telekommunikationsgeräte und Computer, um die Kommunikation zu überwachen. Ja, den geplanten Hessentrojaner, den halte ich für einen Buchdiebstahl. Gut. Was bedeutet so ein Trojaner? Ein Trojaner, wie ihn jetzt die hessische Innenpolitik vorhat, bedeutet, dass ich Sicherheitslücken offen lasse, bewusst, die eben halt in Systemen, die tausend- und millionenfach verwandt werden, bestehen, damit Geheimdienste mit zweifelhaften Nutzen dort in Systemen herumstochern können. Gleichzeitig bleiben aber diese Lücken für jeden anderen, der um sie weiß, offen. Und demzufolge setzen wir die Menschen in Hessen, die Wirtschaft in Hessen, massiven Risiken aus für einen ganz zweifelhaften Nutzen, den uns bisher von der Geheimdienst- bzw. auch Polizeicommunity noch keiner wirklich belegen konnte. Warum das eine sehr schlechte Idee ist, ist, weil es eigentlich fördert, dass unsere Systeme latent unsicher gehalten werden. Denn damit es funktioniert, müssen in unseren Computern Sicherheitslücken offen gehalten werden. Also Lücken, von denen man weiß, dass sie existieren, die aber nicht geschlossen werden, damit man eben nach wie vor die Möglichkeit hat, hier auf die Geräte zu gelangen. Andernfalls wäre das ja nicht möglich. Das bedeutet dann natürlich, dass mit einem Mal unser Staat, der eigentlich die Aufgabe hat, uns als Bürger zu beschützen, eine Motivation hat, genau das nicht zu tun. Denn würde er uns schützen und würde er tatsächlich dafür sorgen, dass unsere Kommunikationsinfrastruktur und damit auch jede andere Infrastruktur, die beispielsweise für Verkehrssysteme, nicht nur Ampeln und ähnliches gehalten wird, sondern auch Straßenbahnen und U-Bahnen, Krankenhäuser, dass diese Systeme eben nicht mehr sicher sind. Der Staat hat also ein Interesse, Lücken, von denen er weiß, dass sie bestehen, nicht zu schließen. Und diese Lücken werden dann gehandelt, die kann man kaufen. Und wenn der Verfassungsschutz oder dazugehörige Behörden oder Unternehmen, die dafür bezahlt werden, diese Sicherheitslücken herauszufinden, das können auch Dritte, das können auch Hacker jeder Art, können das genauso herausfinden. Und wenn die davon wissen, dass diese Lücken bestehen, dann können die auch zum Schlechten nutzen, zum vermeintlich Schlechten. Das ist ein großes Risiko für uns und das verdreht eigentlich die Motivation unseres Staates, uns zu schützen. Und das finden wir nicht gut. Dagegen müssen wir uns wehren. Und wenn wir das jetzt nicht tun, wer dann? Wenn die einmal existieren, die Exploits für die Sicherheitslücken, dann sind sie im Umlauf. Und solange es nicht bekannt gemacht wird, dass sie existieren, werden sie nicht geschlossen. Wir haben es bei WannaCry erlebt, dass diese Lücken Konsequenzen haben können, dass wir beispielsweise im Nahverkehr nicht eingeschränkt sind oder dass wir in Großbritannien Krankenhäuser nicht mehr funktionieren können. An anderer Stelle erleben wir das bei Verschlüsselungstrojanern regelmäßig. Es sind die gleichen Sicherheitslücken, die einfach geschlossen werden müssen. Ja, also ich halte das Vorhaben der Grünen und der CDU für groben Unfug, dem hessischen Verfassungsschutz noch so weite Ermächtigungen zur Online-Durchsuchung und zur Quellen-TKÜ zu geben, dass man einfach unsere Computer durchsuchen kann, ohne unsere Wissen Schadsoftware draufladen kann und damit noch Lücken aufhält, die Hacker nutzen können. Der Richtervorbehalt hat in Berlin nichts genutzt. Mehr als 1 Million Telefonaten wurden in einem Jahr abgehört. Die Online-Durchsuchungen haben sich verdoppelt. Wir hören von einem Hessentrojaner, der geplant wird von der Landesregierung mit Unterstützung natürlich dann auch der Grünen. Wir sind ein bisschen schockiert, weil grundsätzlich, wenn man sich die Geschichte der Grünen anschaut, habe ich immer gedacht, ein bisschen was mit Bürgerrechten haben die auch am Hut. Und dass da die Kontrollfunktion des Parlaments mit rein soll, das ist in meinen Augen nur der Lendenschurz für die Grünen, damit sie sich unbefleckt da dem zustimmen können. Das halte ich für eine Frechheit. Das kann nicht sein, dass eine Partei, die sich demokratisch schimpft, die gegen ihre Basis arbeitet,
so agieren kann, ohne gebremst zu werden. Ich bin gespannt auf Landesmitgliederversammlungen der Grünen und hoffe, dass die da ordentlich mal einen auf den Deckel kriegen in der Fraktion und dass nicht die Basis sich der Fraktion anschließt zum Machterhalt. Für ein paar Monate mehr Macht, unsere Freiheit, unsere Sicherheit zu opfern. Wir Piraten sind seit lange dafür, dass auch auf Bundesebene, also auch in dem Fall in dem hessischen Verfassungsschutz, mehr auf die Finger geguckt wird. Jetzt haben wir die Chance, das zu machen. Jetzt können wir den Vorstoß von CDU und Grüne verhindern. Wir müssen ihn verhindern, wenn wir nicht unsere Systeme unsicher halten wollen. Das ist eine Gefahr für uns alle. Ich bin gegen den Hessen-Trojaner, weil es einfach nicht sein kann, dass ohne richterlichen Beschluss auf unseren Computern rumgeschnüffelt wird und in unsere Privatsphäre eingedrungen wird. Und es ist einfach eine Riesenfrechheit, dass das jetzt bei uns hier umgesetzt werden muss. Hallo, ich bin gegen den Hessen-Trojaner, weil eine Sicherheitslücke genutzt wird und dann sind alle Systeme angreifbar. Sicherheitslücken müssen, sobald sie bekannt werden, geschlossen werden, ansonsten ist die gesamte IT-Sicherheit gefährdet. Okay. Wunderschönen guten Tag, ich grüße euch, ich bin der Christos. Wir stehen hier in Hanau, um für unsere Rechte zu kämpfen, die Rechte der jedwiglichen Menschen. Es geht um den Hessen-Trojaner. Der Hessen-Trojaner ist ein ganz, ganz übles Tool, wo Menschen ausspioniert werden können, Daten gesammelt werden können, Sicherheitslücken genutzt werden können. Und ich bin wirklich enttäuscht über die Grünen, dass sie überhaupt in der Landesregierung so einen Antrag mit der CDU überhaupt zusammenarbeiten wollen. Ich hoffe, dass die Grünen in der Landesregierung auf ihre Basis hören, auf die Versprechen, die sie getan haben, sei es mit Konstantin von Notz, sei es mit anderen berühmten, bekannten Politikern von den Grünen, die immer dagegen gekämpft haben, und dass sie sich nicht für unter Wert verkaufen und dass sie für die Bürgerrechte kämpfen. Ansonsten sind die Grünen für mich im Endeffekt gestorben. Danke. Statt des Trojaners brauchen wir eine gesetzliche Regelung, die sicherstellt, dass die Lücken sofort geschlossen werden. Wer eine Sicherheitslücke entdeckt, muss sie unverzüglich an die Hersteller melden. Unsere hessische Landesregierung darf sich nicht gemein machen mit Cyberterroristen. Wir dürfen in Hessen keinen hessischen Staatstrojaner genehmigen. Die Regierung muss von dem Kurs abgebracht werden, unsere Infrastruktur für solche Angriffe zu schwächen. Notfalls müssen wir das auch mit dem Hessischen Staatsgerichtshof erreichen. Wir Piraten stehen für eine Internet- und eine IT-Sicherheit und nicht für Lücken, die von Staat und von Cyberkriminellen gemeinsam genutzt werden können.